Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin endlich wieder in der Schweiz. Ja, endlich schon wieder eher. Ihr wisst, ich liebe es hier. Diesmal in Graubünden war ich bisher auch noch nicht gewesen, in der Region Engadin. Und neben mir steht der Local Guide Xaver. Er wird euch erzählen, was wir heute für eine Abenteuertour machen. Xaver, wohin geht's heute? Was hast du für uns geplant? Ja, hoi miteinander. Schön, seid ihr dabei. Wir fahren heute von Samnaun die große Traverse nach Schkuel. Wir sind hier jetzt gerade im Moment auf der Greizspitz. Das ist eigentlich dort, wo die Tour so richtig losgeht. Und fahren jetzt den Grenzkammtrail zwischen Österreich und Samnaun, zwischen Ischgl und Samnaun, entlang zum Val Gronda. Val Gronda, das große Tal. Ja, da gilt es, das Bike auch zu schultern und zu buckeln. Und dann gibt es eine super feine Abfahrt von dort. Und dann der zweite große Anstieg, auch dort eher wieder anstrengend, zum Fimberpass. Der Fimberpass ist eigentlich eine große Nummer, auch für Transalp-Leute, Transalp-Fahrer, recht bekannt. Und dann geht es durch das wunderschöne Val Sinestra, Landschaft des Jahres 2014, geht es Richtung Schkuel im Engadin. Ein paar Höhenmeter zu sparen, fahren wir jetzt mit der Gondel hoch, kann ich euch auch empfehlen. Und dann geht es endlich in die Sonne. So, raus aus der Gondel geht es direkt auf den ersten Trail, das ist der Treeder Trail. Unter anderem gebaut von Claudio Caluri, den sollte man kennen als Mountainbiker. Und das geht jetzt erstmal 5 Minuten lang hier runter. Also ein paar kleine Jumps, kann man auch überrollen. Also der Trail hier macht so super Fun, ich möchte ihn gar nicht schneiden. Ich muss gucken, wie lange das Video wird. Wahrscheinlich mache ich euch hier aus dem Abenteuer wieder mehrere Teile. Weil das wird, glaube ich, eines meiner längsten Abenteuer nach dem Madrid-Joch. Und nach etlichen Abenteuern mit Fabio Schäfer in Davos. So, hier. Ja. Gut, dass ich nicht so nah dran war. So, jetzt geht's mit der nächsten Gondel hoch, beziehungsweise Lift hoch auf den Berg. Können auch noch ein bisschen Kraft sparen. Habt ihr das Mädchen gesehen hier? Es ist drauf, ja, aber du hast mich nicht erwischt. Aber das wäre eine ganz schöne Ladung gewesen, du. Beautiful. Das ist ein tolles Fahrrad. Ein tolles Fahrradchen, ja. Tolles Fahrradchen. So viel miterlebt. Also mit dir nicht, mit dem Rahmen, aber mit dem Fahrradchen, ne? Mit dir werde ich auch vieles erleben. Ja, ein Reifen. Und Bremsen, ja. Von da drüben aus geht es jetzt erstmal gemütlich hier diesen breiten Weg da hoch. Nicht übertreiben, Kraft sparen, weil diese Tour wird sehr, sehr lang und abenteuerlich. Du bist auch ein Mensch. Nein. Du bist echt ein guter Kumpel, Mann. Also ein Star hier, den. Seht ihr den Anstieg? Diese Szene schneide ich einfach geschickt aus dem Video raus. Bevor ich es vergesse, ihr müsst hier jede Menge Wasser mitnehmen, weil hier oben gibt es keinen Brunnen oder sowas, wo ihr Wasser auffüllen könnt. Wir schauen nachher mal, wenn ich es nicht vergesse, in meinen Rucksack rein, was ich alles dabei habe. Und ich glaube, es ist schon wieder zu wenig, weil ich habe schon was abgezapft. Da muss ich was schnauen. Okay, ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Abfahrt hier episch auf diesem Kamm da hinten. Und wir machen nebenbei immer wieder ein paar Fotos, weil wir sind heute ein paar mehr Leute, wie ihr da hinten seht. Aber wir wünschen euch viel Spaß bei der Tour und würde sagen, los geht's. Genießend's. Hier gilt es wieder, die Augen auf dem Trail behalten und nicht nach rechts oder links schauen. Sonst zieht es euch dann auch darunter. Oder mal stehen bleiben, ein paar Fotos machen. So, wundert euch nicht, wenn ich gleich wieder still bin, weil wir sind hier relativ hoch und ich brauche Luft.
Oh, nice. Wow. Das war mit dem Pedal aufgesetzt. So, manchmal muss man auch runtertragen. Deswegen da mal abchecken, wie ihr das Bike am besten nehmen könnt. Weil hier ist es sau eng. Wenn ihr das Bike neben euch runterschiebt, ist es dann fast schon gefährlicher. Und natürlich immer 3 Kontaktpunkte oder mindestens 2 halten. Das heißt, sich mit den Füßen immer einen guten Kontakt und auch immer mit den Händen festhalten. Eine Hand ist am Bike. Dann können wir mal gucken, wie die Biggie das macht. Sehr, sehr elegant. Das ist die übliche Trageweise für das Bike. Ich bin links lang. Jetzt macht sie einen dritten Kontaktpunkt mit der linken Hand. Ihr seht das ganz gut. Sie sucht sich eine Line aus. Ja, der Fuß ist sich noch nicht sicher. Der linke oder doch der rechte erst. Okay, sie macht eine 360-Grad-Drehung. Ja, sehr, sehr elegant mit einem kleinen Scrub mit dem Bike über dem Felsen. Meine Damen und Herren, Biggie. Dankeschön. Wie viele Punkte gibt's? Es gibt nicht Punkte, aber ein paar tausend Abonnenten. Okay, das reicht. Also folgen, liebe Zuschauer, bitte. Oioioi, zwischen den Felsen. War mein Schaltwerk. Schaltwerk Nation. Muss man aufpassen. Ja, wie soll man diese Stelle hier fahren? Also ich bin eben hier so rein. Mit dem Pedal kam ich durch. Aber hier habe ich mit dem Schaltwerk berührt. Und das ist sehr fatal, wenn man hier gerade erst seine Tour startet und sich das Schaltwerk kaputt macht. So, was passiert, wenn man hier links langfahren. Links langfahren grüßt man halt den Gevatter Tod mal kurz. Hinterrad würde dann über den Stein rollen. Eigentlich macht man solche Spielereien nicht in den Bergen. Aber hier ist ja eh alles mit Computer animiert. Normalerweise ist ja gar kein Abhang, wie ihr wisst. Aber wenn ich hier so, ja, dann komme ich über den Stein, dann darf ich da nicht wegrutschen. Ich sage mal lieber sein lassen. Yeah. Yeah. Das war eine Wand, ey. Oh, und hören. Naja, liebe Zuschauer, das sind alles Wanderwege. Aber ihr seht, mit dem Mountainbike
kann es auch flowig werden. Also hier das ist, sag ich mal, flowig. Muss natürlich weit vorausschauen. Ja, man weiß. Aber ich habe gerade keine Kraft mehr. Jetzt sind wir schon auf der Rückseite des Skigebiets. Mhm. Und jetzt geht es weg vom Zeug, weg von den Liften, weg von der Zivilisation. Und wir ziehen jetzt hier durch den wunderschönen C-Blasboden hier hinten durch. Und da hinten tut sich jetzt auch schon der erste Anstieg Richtung Val Gronda auf. Mhm. Float wunderbar jetzt da drüben. Ja. Ist jetzt auch wirklich zu genießen, weil es wird dann ziemlich anstrengend. Pure Alpine, ne? Ja, Pure Alpine Trails. Kann man schön laufen lassen, nur schön mitpushen, aber aufpassen, dass man den Pedalen nicht hier an den Seiten hängen bleibt. So jetzt. Xavier, wie lange lebst du hier schon? Boah, seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. Und es lässt mich nicht recht los. Ja, aber du bist ja auch vorher Kajak gefahren. Wildwasser-Kajak. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich da bin, weil der Fluss so gut ist. Ja. Und Kajakfahren und Trails fahren hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Das geht also immer weiter und immer weiter so weiter. Ich mache jetzt mal einen kleinen Cut für euch. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich wahrscheinlich mit dem Hubschrauber da oben abgeholt werde, weil ich keine Luft mehr bekomme. So, irgendeiner muss ein Foto machen. Bliebe. Also sollte man nicht unbedingt machen. Am besten, wenn ihr einen Guide dabei habt oder jemanden, der sich auskennt, dass oben keine Kühe stehen, dann könnt ihr euch so ein bisschen Wasser abzapfen. Ja, aber unter Vorbehalt, dass man dann vielleicht doch mal die Scheißerei bekommen kann. Ich habe zwar Wasser dabei, aber ich trinke sehr, sehr viel, wenn mir die Hitze noch ein bisschen zu schaffen macht. Deswegen fülle ich doch noch mal ein bisschen hier auf. Leo, ja? Mittlerweile im Kernstück angekommen. Ja, aber ganz schön kaputt. Ich bin hier die ganze Zeit am Tragen. Man könnte hier auch hochfahren, wenn ihr fit seid. Vielleicht mit dem E-Bike, aber ja. Aber das gehört dazu. Das ist Abenteuer. Und ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und wenn ihr nach Hause kommt, nach so einer krassen Tour, dann ist kein Berg mehr zu hoch zu Hause. Egal, ob ihr schiebt, fahrt, tragt, wenn ihr wieder daheim seid. Wisst ihr, was ihr geleistet habt, und dann könnt ihr daheim easy den Berg hoch. Schön auf dem Trail bleiben, nicht abseits des Trails fahren. Da ist Valsinestra. Wo wir dann später hinter den Bergen, ja, Valsinestra reinziehen. Also wir ziehen jetzt hier rechts herum, genau, um den Berg. Und dann geht's da hinten runter in den Tal, mhm, und dann über den Pass, über den Fimmerpass zurück ins Valsinestra. Also hier natürlich in den Bergen, das sind alles Wanderwege. Und da versucht man ein bisschen trailfreundlich zu fahren. Das heißt, dass man nicht mit dem Hinterrad Spuren zieht, also nicht durch die Turns driftet. Und ich versuche dann immer bei Spitzkern das Hinterrad umzusetzen. Man kann auch sanft drumherum fahren. Fair Trail! Ja, Fair Trail. Hier, Leo, das ist die Corner
die man nicht verpassen darf. Ja. Weil oftmals geht man hier gern geradeaus weiter. Ja. Aber das ist nur ein cool Trampelpfad. Der Wanderweg, man sieht es an dem Knick angezeichnet am Stein. Geht hier rechts weiter. Richtung Tal runter. Was auch immer wieder vergessen geht ganz gern mal, ist, dass das wirklich eine Route ist oder eine Traverse ist, die draußen ist. Ja. Weg vom Zeug. Also egal in welche Richtung ich jetzt gehe, es geht ein paar Stunden zu Fuß. Au, hab einen Stein gegen die Nase bekommen. Ah. Boah. Da muss man mit dem Pedal ganz schön aufpassen, ey. Auf beiden. Jetzt wird auch nochmal Zeit da, Leo. Ja, okay. Jetzt wird's romantisch. Aber es gefällt mir, ihr wisst. Ich liebe solche Abfahrten. In den nächsten Anstieg. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut im Video und es geht im nächsten Video geht es weiter mit dem Anstieg. Jetzt machen wir uns wohin hoch? Zum Fimberpass. Wenn man über die rechte Schulter schaust, das ist die Heidelberger Hütte. Mhm, da unten. Genau, und da geht ein richtig großer Zubringer, eine richtig große Vorstraße dorthin. Mhm. Und deswegen sind auch so viele Alpencrosser hier unterwegs, weil man bis hierher relativ leichten Access hat von Ischgl. Mhm. Und dann hier den Anstieg, die knappe, ja, die 450 Kilometer. Oh. Darauf. Ja. Aber wir sind jetzt schon höher. Ja. Für uns ist es jetzt nicht ein bisschen so weniger, ja. Sehr gut. Okay, liebe Zuschauer, das und noch mehr erwartet euch im nächsten Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schaltet zum nächsten Video wieder rein. Haut rein. Ciao, ciao.